Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Wort für jeden Tag. Ich möchte euch heute von einem jungen Geigenbauer erzählen. Er hatte eine große Leidenschaft und einen großen Traum. Er wollte eine außergewöhnliche Geige bauen. Das Erste, was er dafür tun musste, war, er brauchte das passende Holz dafür. Und er hat sich auf den Weg gemacht, ist in einen Wald gegangen und hat dort ein außergewöhnlich gutes Klangholz gesucht. Er ist nicht in irgendeinen Wald gegangen, sondern er hat sich ausgeguckt, wo gibt es diese besonderen sogenannten Sängerstämme? Wo sind diese Stämme, die möglichst lang gewachsen sind, die ja auch eine außergewöhnlich gute Lage haben und nachher dieses perfekte Klangholz versprechen? Und er macht sich an einem dunklen Wintertag auf den Weg. Es schneit, es ist wirklich ungemütlich. Und seine Freunde raten ihn eigentlich davon ab. Sie sagen, das ist viel zu gefährlich. Wenn du jetzt da mitten in den Wald gehst, dann findest du doch erstmal niemals das Holz und wir haben die Sorge, dass du dich schlimm verletzt. Aber er hatte diese Leidenschaft in sich und er wollte unbedingt suchen und er hat sich auf den Weg gemacht. Und ja, er hat dann dieses außergewöhnliche Klangholz auch gefunden. Dieser Geigenbauer, er heißt Martin Schleske und er schreibt von seinem Handwerk in dem Buch Der Klang. Und er vergleicht dort das Geigenbauen ganz intensiv mit dem Leben, auch mit dem Glauben. Und ich habe gemerkt, als ich das gelesen habe, dass er sich auf diese leidenschaftliche Suche nach dem Holz macht, dass er das genau auswählt und einen genauen Blick für das gute Klangholz hat. Ich habe gemerkt, dass hat mich erinnert, auch an meinen Glauben. Ich habe gedacht, ja, so eine Leidenschaft hätte ich auch gern mal wieder. Endlich mal wieder mich auf die Suche machen und Gott dabei finden. Manches, ja, ist auch bei mir zur Routine geworden. Und diese leidenschaftliche Suche, sie hat mich eigentlich darauf gestoßen, dass so manches auch eingefahren ist im Glauben. Ich habe gerne meine Lieblingssätze, die ich höre, die ich sage. Ich habe meine Lieblingsleute, die mir gute Impulse geben. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gesucht? Im Psalm 69, Vers 33, da heißt es an einer Stelle, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Schöner Gedanke, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Und ich möchte uns heute Mut machen, uns neu auf die Suche zu begeben. Suchen wir Gott doch noch einmal neu, aufs Neue. Wo könnten wir suchen? Vielleicht suchen wir ihn dort, wo wir ihn schon mal gefunden haben. Das ist vielleicht in der Gemeinde, aus der wir kommen. Vielleicht sind das ja die Worte, die uns sowieso schon gut getan haben damals. Und wir finden Gott aufs Neue. Vielleicht ist es aber auch mal dran, andere Suchpfade auszuwählen. Vielleicht suche ich Gott einmal in der Stille. Ich habe das noch nie ausprobiert. Vielleicht sage ich, ja, ich schaue mal genau hin, wo ist Gott eigentlich in der Begegnung mit Menschen oder in der Natur. Vielleicht nehme ich mir aber auch mal wieder die Bibel zur Hand und lese mal nicht meine Lieblingstexte, sondern mal etwas anderes. Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Das Tolle ist, wir haben einen Gott, der sich finden lassen möchte. Und darüber hinaus macht er sich auch auf die Suche nach uns, immer wieder neu. Mir tut das gut, gerade in dieser Zeit, zu wissen, ja, ich kann Gott suchen und er will sich finden lassen. Und das Tolle ist, wenn man gutes Klangholz sucht,
kann etwas Atemberaubendes dabei entstehen. Der Martin Schleske, er hat Holz gesucht. Das perfekte Klangholz sollte es sein. Was ist daraus geworden? Eine Geige. Ein Instrument, das viel zum Klingen bringt. Wir haben einen Gott, der viel in uns zum Klingen bringen möchte. Machen wir uns neu auf die Suche nach ihm.